Hallo liebe Zeppelin-Freundinnen und Freunde, wir sind heute nicht im Museum, wie ihr seht, sondern wir sind an einem großartigen Ort, an einem Ort, wo Freunden der Luftfahrtgeschichte auf der ganzen Welt das Herz aufgeht. Es ist wirklich Weltgeschichte, was hier geschrieben worden ist. Wir sind bei Friedrichshafen an der Manzeller Bucht, nicht in der Manzeller Bucht, sondern an der Manzeller Bucht, wo vor 120 Jahren, nämlich am 2. Juli 1900, Graf Zeppelin sein erstes Starluftschiff LZ1 etwa hier in diesem Bereich in die Luft gebracht hat. Heute vor 24 Jahren ist auch das Zeppelin-Museum im Hafenbahnhof eröffnet worden, das nur nebenbei. Wir haben nächstes Jahr dann das große 25-jährige Jubiläum. Aber wir sind hier bei diesem großartigen, stimmungsvollen Wetter, mein Kollege und ich hier, um euch etwas über diesen Tag, über die Vorgeschichte, über die Atmosphäre und über das zu erklären, was hier diesen Standort geprägt hat. Hier an der Manzeller Bucht ist tatsächlich die Wiege der gesamten Friedrichshafener Luftfahrtindustrie und all dessen, was auf Graf Zeppelin zurückgeht und was bis heute aus ihm hervorgegangen ist. Und man sieht es auch, ich sehe es vor mir, der Kollege hat es im Rücken. Hier ist interessanterweise eben heute immer noch ein Industriestandort. Wir sind hier am Werk 2 der ehemaligen Maybach Motorenbau GmbH, später MTU und heute Rolls-Royce Power Systems. Graf Zeppelin begann ja etwa 1891-92, als er unter unfreiwilligen und für ihn auch sehr unerfreulichen und kränkenden Umständen aus dem Militärdienst verabschiedet worden ist, diese Passion Luftfahrt, diese Idee Luftschiff, die er vorher vielleicht als Hobby, als etwas sehr Schweifendes verfolgt hat. Wir hoffen natürlich auch, dass es nicht regnet, aber wir ziehen das durch und machen trotzdem weiter. Als etwas sehr, was ihn irgendwie fasziniert hat, verfolgt hat. Aber nach dieser Verabschiedung aus dem Militärdienst wird es für ihn wirklich zu einer ganz großen Geschichte. Er macht es zu seinem Lebensinhalt. Es ist die Motivation, es allen nochmal zu zeigen und auch dem Kaiserreich ein überlegenes Waffensystem in der dritten Dimension zu schenken, in einer Zeit, als Luftfahrt von der Utopie so langsam zur realistischen Möglichkeit wurde. Zeppelin hat dann sehr schnell erkannt, ich brauche einen tüchtigen Ingenieur. Das wurde dann Theodor Kober, der ihm empfohlen worden ist, der vorher bei der Ballonfabrik Riedinger in Augsburg gearbeitet hat und mit dem er zusammen 1894 eine erste, heute würde man sagen, Machbarkeitsstudie gedruckt hat, publiziert hat, lenkbares Luftschiff nach den Konstruktionen seiner Exzellenz des Grafen Zeppelin und Theodor Kober. Und darin wurde dieses riesige Starluftschiff für damalige Verhältnisse und auch für heutige durchgerechnet. Die Komponenten wurden untersucht, es wurden Materialanalysen gemacht. Und was spannend ist, es wurde zum ersten Mal die Idee formuliert, dieses Schiff in einer schwimmenden Halle zu bauen und von einer schwimmenden Halle zu erproben. Dass das dann der Bodensee wurde, das hing dann damit zusammen, als es dann wirklich ernst wurde, viele Jahre später und viele Hemmnisse technischer und vor allem auch finanzieller, aber auch psychologischer Art überwunden waren, dass der König von Württemberg, Zeppelin, dieses Areal hier an der Domäne Manzell für seine Versuche zur Verfügung gestellt hat. Ich habe ja auch ein paar Bilder mitgebracht, weil wir sind ja nicht im Museum, wo wir immer unsere tollen Exponate haben. Ich hoffe, das geht auch hier bei dem Wind einigermaßen gut. Man sieht jetzt hier, ja, das ist live und Fernsehen und wir machen das. Das ist sehr schön hier. So, wir sehen jetzt hier ein Bild dieser Schwimmhalle. Und ich erkläre das mal kurz, das ist von einem Schiff aufgenommen, sehr weit draußen, drum überspringt man hier sozusagen diese Landspitze und sieht da hinten die beiden typischen Türme der Schlosskirche. Diese Schwimmhalle war an einem Ende offen, das sieht man auch hier hoffentlich. Hier lugt die Spitze des LZ1 nach draußen, am anderen Ende geschlossen. Dieses geschlossene Ende war wie ein Schiffsbug etwas zugespitzt, um hier den Druck auf eine Stirnwand irgendwie zu reduzieren. Und da wurde nun dieser LZ1 gebaut. Auf einem Floß, das auch ein Eisenfloß, das auf Schwimmpontons montiert war und das sozusagen in einem freien Kanal in der Mitte dieser Schwimmhalle sich befand. Und so konnte das Schiff dann eben für die Fahrversuche durch einen Schlepper herausgeschleppt werden, in den Wind gedreht werden und starten. Die Halle war am geschlossenen Ende wiederum im Seegrund verankert und auch so war sie quasi eine Drehhalle auf dem Wasser, die sich dann eben wie ein Schiff, das an einem Anker liegt, selbsttätig immer in die richtige Windrichtung einstellt.
Das ist natürlich sehr günstig beim Ein- und Aushalten dieses riesen Luftschiffes, aber natürlich bietet der See auch andere unerfreuliche Begleiterscheinungen, die damals eben auch zu Problemen geführt haben. Um das Luftschiff zu realisieren, muss Zeppelin eine Firma gründen. Er gründet 1898 die Gesellschaft zur Förderung der Luftschifffahrt, die ihr Büro in Stuttgart zuerst hat, dann hierher verlegt wird. Dann wird zuerst die Halle natürlich als notwendige Infrastrukturmaßnahme gebaut. Und dann beginnt man mit der Montage des LZ1 aus Aluminiumteilen. Es war ein Starrluftschiff mit einem Aluminiumgerippe, die von Karl Berg in Lüdenscheid kamen, damals dem wichtigsten Aluminiumfabrikanten, der auch Zeppelin unterstützt hat und in diesem neuen Markt Luftfahrt auch Potenzial für sein Produkt sozusagen gesehen hat. Die Teile wurden hier runter verfrachtet per Bahn. Bei Berg hat man auch Komponenten für Bruchversuche und Montageversuche schon aufgerichtet und letztendlich wurde dann dieses Schiff hier gebaut. Der erste Aufstieg war, wie gesagt, heute vor 120 Jahren, nicht bei diesem Wetter, da hätte er es auf keinen Fall riskieren können, etwa kurz nach 20 Uhr. Am 30. Juni war ein erster Startversuch angesetzt, der dann aufgrund widriger Wetterverhältnisse verschoben werden musste. Und am 2. Juli war das dann, dieses große Ereignis. Das Ganze war für Zeppelin ein erster vorläufiger Höhepunkt seiner Bemühungen um dieses System. Und er konnte natürlich mit diesem riesen Luftschiff, LZ1 war damals 128 Meter lang, der heutige Zeppelin NT ist 75 Meter lang, hat ein Gasvolumen von 7500 Kubikmeter. Der LZ1 hatte damals im Jahr 1900, 3 Jahre vor dem ersten Motorflug der Brüder Wright, ein Traggasvolumen von 11.300 Kubikmeter, also ein für die Zeit unermesslich riesiges Fahrzeug, das sich dann eben auch noch in die Luft erheben sollte. Und dieser Fahrversuch war quasi nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen. Und das wollte Zeppelin natürlich auch gar nicht. Hier war ein Riesenauflauf von Schaulustigen aus ganz Europa auf Schiffen, die man auch chartern konnte, hat man dieser Sensation wie dem Start der ersten Apollo-Raketen entgegengefiebert. Damals natürlich noch nicht an Bildschirmen, aber eben physisch. Und Zeppelin hat diese Öffentlichkeit natürlich auch sehr bewusst gesucht. Er wollte auch die Publicity, wie man das heute nennen würde. Und er lud auch sehr offensiv Prominenz aus Adel, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Militär natürlich vor allem. Die alten Weggefährten, die Industriellen und Techniker, die ihn in dieser Frühphase unterstützt haben, ein, um hier eben auch sozusagen eine große Schau abzuliefern. Das Problem an der ganzen Geschichte war, dass der Ausgang des Ganzen natürlich völlig ungewiss war. Es war eine absolut wagemutige Geschichte, das zu riskieren. Und natürlich war auch die Möglichkeit eines Versagens oder eines Totalversagens im Raum. Und das hätte sich dann eben natürlich auch öffentlich abgespielt und wäre ein Riesenproblem gewesen. Und so wurde nun LZ1, jetzt habe ich wieder Bilder, jetzt müssen wir uns vielleicht etwas schlauer in den Wind stellen. Und so startete nun LZ1 am 2. Juli 1900, kurz nach 8 am Abend, von diesem Pontonfloß, das man hier sieht, ich hoffe man erkennt das, wo das Schiff mit Halteleinen befestigt war, steigt LZ1 jetzt hier sanft auf. Sehr eben hier, es ist auch bei LZ1 gar nicht so einfach klar zu machen, wo vorne und hinten ist. Hier ist vorne, da waren am Bug 2 Seitensteuer angebracht, hier am Heck nochmal 2 Seitensteuer, hier unten sind die beiden Gondeln. Darunter, ich hoffe man erkennt es, ein an Seilen aufgehängter Laufgang, an dem ein Bleigewicht über Kurbeln verschiebbar war in der Längsachse des Schiffes, um sozusagen die Höhennavigation und die Trimmung zu verändern. Und durch ein ungleichmäßiges Loslassen der Halteseile durch die Haltemannschaft kam das Schiff von Anfang an nach diesem Bild in Schräglage. Das Laufgewicht verschob sich in der falschen Richtung und verklemmte sich. Und so stieg nun LZ1. Viele Fotos zeigen das dann im Jahr 1900, ein neues Jahrhundert. Zeitenwende ist ja auch sehr symbolhaft, als den kühnen Aufstieg des Luftschiffs in den Himmel. Das war eine absolut schwierige Situation, denn hier ist vorne und hier ist hinten. Um sich klarzumachen, was das damals bedeutet hat, muss man sich nur nach dem Flug, nach diesem Erstflug, das Gerippe anschauen. Ich habe das ja vorhin erwähnt, die Gerippeteile von Berg aus Lüdenscheid, das sind flache Träger mit sehr großen Abständen. Man erkennt hier hoffentlich die Ringe und die Längsträger, die das an allen Ecken verbinden. Die Ringabstände waren mit 8 Metern sehr groß gewählt.
Hätte man sie kleiner gewählt, dann wäre das Schiff wiederum viel zu schwer geworden und hätte gar nicht aufsteigen können. Das Aluminium, das man damals verwendet hat, war quasi unlegiertes Reinaluminium. Und man sieht nun hier nach der Erstfahrt diese Verwerfungen, die das hier macht, bis zu 25 cm in jeder Richtung. Das weiche Reinaluminium hatte aber wiederum den Vorteil, dass man es mit Dachlatten quasi wieder grad klopfen konnte. Die Erstfahrt dauerte 18 Minuten. Und letztendlich war es der Versuch, über die Propeller das Schiff zu steuern, es zu stabilisieren und ganz vorsichtig einfach mal die Eigenschaften, die dieses Gerät in der Luft hat, zu evaluieren. Kein Mensch wusste, wie es in der Luft liegt, ob es hält, ob es statisch hält und wie es sich in der Luft verhalten kann und ob es überhaupt steuerbar sein kann. LZ1 ist ein sehr kühnes Experiment, ein Prototyp. Was das damals bedeutet hat, wird schon klar, wenn man sich vergegenwärtigt, von was für Motoren das angetrieben war. In jeder dieser beiden Gondeln, vorne und hinten, war ein Vierzylinder Daimler-Motor, ein Automobilmotor, ein NL, wie er in der Zeit eben üblich war. Nichts, was für die Luftfahrt optimiert war. Und jeder dieser Motoren wog etwa 450 Kilogramm und leistete 15 PS. Und hier beginnt nun auch von LZ1 ein Innovationsschub, der sich dann entwickelt. Das heißt, Zeppelin und die Luftfahrt, die förmlich explodiert nach der Jahrhundertwende, stellt hohe Anforderungen, zum Beispiel an den Motorenbau. Und 6 Jahre später wogen die Motoren immer noch das Gleiche, aber leisteten eben auch schon 60 PS. Das heißt, das Leistungsgewicht wurde dramatisch gesteigert. Die Fahrt ging nun, wie gesagt, mehr oder weniger steuerbar. Mit diesen Motoren erreichte das Luftschiff eine Geschwindigkeit von unter 20 km/h bei Windstille, auch in einer Schräglage in diese Richtung, Richtung Immenstaat. Dort wurde auf dem See gelandet. Es wurde mit einem Pfahl kollidiert, der für die Schifffahrt eingerammt war. Und das Motorboot Württemberg konnte dann den leicht beschädigten LZ1 wieder zurückschleppen und wohlbehalten in der Schwimmhalle bergen. An Bord waren eben, wie gesagt, Graf Zeppelin, hallo Herr Oberschelp. Doch, alles live, alles super. Waren Graf Zeppelin und 4 Mann in den beiden Gondeln. Und letztendlich war im Jahr 1900 ein Luftfahrzeug, ein gelenktes, motorisiertes Luftfahrzeug, wenn es kein Ballon war, der ja unmotorisiert und ungelenkt ist, und der 4 Menschen gleichzeitig sozusagen von der Erde hochhebt, schon pure Utopie und etwas Großartiges. Was entscheidend ist, man hat sofort versucht zu reagieren. Das Schiff kam, wie gesagt, nach der Fahrt abends wieder in die Halle zurück. Und es wurde sofort begonnen, Erfahrungen auszuwerten. Man hat den an Seilen aufgehängten Laufgang, an dem das zwar kein Laufgang, sondern die Führung für das Bleigewicht, den hat man am Schiffskörper fixiert. Man hat die Kühlanlagen verbessert, man hat verschiedene andere Verbesserungen eingeführt und konnte dann im Oktober des gleichen Jahres 1900 noch 2 Aufstiege über dem See machen, von denen einer immerhin um die 50 Minuten dauerte. Problem war jetzt, die Gesellschaft zur Förderung der Luftschifffahrt, deren Anteile im Übrigen Graf Zeppelin zu rund der Hälfte oder fast der Hälfte selbst zeichnen musste. Also hier blieb auch sozusagen die Unterstützung, die finanzielle Unterstützung weit hinter seinen Erwartungen zurück. Aber diese Gesellschaft war pleite und musste aufgelöst werden. Das Aluminium des Schiffes kam wieder zurück zu Berg nach Lüdenscheid, wurde weiterverwendet. Und jetzt gehen wir vielleicht mal vor an einen anderen Platz. Es gibt ja hier diese sehr schönen Tafeln, die hier von der Stadt Friedrichshafen in Kooperation mit dem Stadtarchiv eingerichtet worden sind und die hier auch diese Standortgeschichte sehr schön zeigen. Hier ist unser Standort, wie er eben damals war. Und Graf Zeppelin sicherte sich sozusagen diese schwimmende Halle, die im Übrigen aus Holz war und von der Firma Hangleiter in Stuttgart gebaut wurde, ließ sie zerlegen und hier am Ufer einlagern. Weil er natürlich ganz klar die Idee hatte, ich mache weiter. Die Halle wurde dann 1904 in einer veränderten Form, und das erkennt man hier sehr gut, nämlich in dieser Form, als sogenannte, es ist nur hier abgeschnitten, als sogenannte halbfeste Landhalle, wie man damals sagte, aber eben auch noch mit dem Floß in der Mitte in den See hineinragend wieder aufgebaut. Dort wurde dann LZ2 gebaut, der dann bei Kisleck scheiterte bei der ersten Fahrt. Von hier aus
machte dann LC3 1906/7 seine ersten vielversprechenderen und erfolgreicheren Fahrten über See. Also das war dann sozusagen der Standort hier draußen, wo sich dann die Zeppelin-Geschichte bis 1909 abspielt. Das zeigt nun dieses Bild sehr schön. Da sieht man den LZ4, das Schiff, das in dem Jahr 1908, als ja Zeppelin seinen 70. Geburtstag feierte und er diese ganzen Fahrten eben auch als verantwortlicher Kommandant leitete. Dieser LZ4 machte in diesem Jahr am 1. Juli eine 12-stündige Dauerfahrt in die Schweiz, die Furore gemacht hat. Und LZ4 ist dann eben auch das Schiff der Echterdinger Volksspende, was dann 1908 zur Gründung der Luftschiffbau Zeppelin GmbH, zur Installierung der Zeppelin Stiftung und letztendlich zu diesem Gedanken, dass hier die Keimzelle des ganzen späteren Zeppelin-Konzerns einfach stand macht. Hier sieht man jetzt eine zweite Halle, die ab 1907 aufgebaut wurde, denn durch die erfolgreicheren Fahrten und vielversprechenderen Fahrten des LC3 kam so langsam eben auch die Unterstützung des Reiches und deshalb hieß diese Halle Reichsschwimmhalle, denn das Reich hat sie finanziert. Man sieht jetzt hier die halbfeste Landhalle, die normalerweise dann zum Bau verwendet wurde. Die Reichsschwimmhalle war draußen in der Manzeller Bucht, genauso wie die LZ1-Halle 1900, als frei drehbare und im Seegrund am geschlossenen Ende verankerte Schwimmhalle aufgebaut. Normalerweise wurden die Schiffe dann darüber gebracht auf dem Floß, um dort fertiggestellt zu werden. Also hier ist sozusagen nicht nur der Ort des Erstaufstiegs von LZ1, sondern auch der ganz große magische Ort der frühen Pionierphase der Zeppelin-Luftschiffe. Das letzte Schiff, das hier in halbfester Landhalle und Reichsschwimmhalle gebaut wurde, war dann LZ6. Das Schiff, das ja auch durch seine Berlinfahrt sehr berühmt geworden ist. Und LZ6 fuhr dann im Oktober 1909, ich habe es ja gesagt, 1908 wurde die Luftschiffbau Zeppelin GmbH gegründet. Das heißt, die Echterdinger Volksspende gab die Chance, den Betrieb zu professionalisieren, Tochterunternehmen zu gründen. Und so wurde dann eben auch das spätere LZ-Gelände am Riedlewald erschlossen. Und LZ9 machte im Oktober 1909, war es glaube ich, die letzte Fahrt eines Luftschiffes von hier in das spätere Zeppelin-Gelände. Aber was jetzt faszinierend ist, dass damit die Bedeutung dieses Standortes für die Luftschiffgeschichte nicht aufhört, sondern mit einem anderen System, nämlich mit dem Flugzeug, erst richtig anfängt. In dieser halbfesten Landhalle begann nämlich Theodor Kober, der erste Projektingenieur Zeppelins, ich habe ihn erwähnt, der Zeppelin dann 1895 verlassen hat, weil die Realisierung des Projektes für ihn in allzu weiter Ferne lag, vor allem von der finanziellen Seite. Theodor Kober ging nach München, machte dort Elektrotechnik, kam 1907 wieder zurück zu Zeppelin und arbeitete in dieser Halle im Auftrag Zeppelins in der Abteilung Manzell, wie die genannt wurde, also auch in den offiziellen Unterlagen der Firma, in dieser Abteilung Manzell, die quasi der Vorläufer der späteren Versuchsabteilung des LZ-Konzerns war oder der Luftschiffbau Zeppelin GmbH war, an ganz interessanten Dingen. Er befasste sich nämlich mit dem Flugzeug. Und was hier am See naheliegend ist, natürlich mit dem Wasserflugzeug, das ab 1911 etwas völlig Neues war und in Wasserflugzeugen, Schwimmerflugzeugen, weniger Flugbooten, sondern eher in Schwimmerflugzeugen, erkannte Kober eine Marktlücke für zivile und militärische Märkte. Er machte in dieser Halle Auftriebsversuche mit Tragflächenprofilen. Er machte mit der Gna, dem Dampfboot, dem schnellen Dampfboot der meteorologischen Station, nicht weit von unserem Hafenbahnhof damals gelegen, Versuche, hydrodynamische Versuche mit Flugzeugschwimmern, die er mit hoher Geschwindigkeit durchs Wasser schleppen ließ und so weiter und so weiter. 1911 endete dann die Tätigkeit dieser Abteilung Manzell. Kober schrieb für Zeppelin noch einen großen Abschlussbericht und inzwischen war ihm die Idee gereift, im Flugzeugbau, im Wasserflugzeugbau selbstständig tätig zu werden. Und im Juni 1912, am 16. Juni, glaube ich, 12. Juni, das habe ich jetzt nicht genau parat, aber auf jeden Fall Mitte Juni 1912, startete hier an dieser Stelle in der Manzeller Bucht zum ersten Mal ein Wasserflugzeug vom Bodensee. Und das ist ein hochbedeutender Tag, wenn man sich vergegenwärtigt, wie wichtig der Bodensee eben nicht nur für die Luftschiffentwicklung, sondern auch für die Entwicklung des Wasserflugzeugs, auch später dann Dornier wurde. Das war eine amerikanische Curtiss, ein abenteuerliches Gerät, wie man sich solche Pionierflugzeuge eben vorzustellen hat.
die hier an diesem Gründungstag den ersten Flug eines Wasserflugzeugs vom Bodensee machte. Diese Curtiss kaufte Cobra in den USA, was ja auch bemerkenswert ist, aber es war für damalige Verhältnisse eine brauchbare Basis, um darauf aufbauend weiterzuentwickeln. Und jetzt entsteht hier sieht man das da oben in dem kleinen Bild, wieder die halbfeste Landhalle, hier das Uferareal der Domäne Manzell, ein Flugzeugwerk. Und dieses Flugzeugwerk expandiert natürlich ungeheuerlich ab 1914 durch den Beginn des Ersten Weltkriegs. Und was viele auch in Friedrichshafen eben leider nicht mehr wissen, dass hier an diesem Standort zwischen 1914 und 1918 eines der ganz großen Flugzeugwerke der deutschen Industrie für die Rüstungsindustrie damals beheimatet war, allein von der FF33. Das waren einmotorige Zweischwimmerflugzeuge, Doppeldecker in klassischer Holzbauweise, die aber hervorragende Seeeigenschaften hatten. Dadurch waren die Friedrichshafener Wasserflugzeuge bekannt von Cobra. Allein von dieser FF33 wurden hier 430 Stück gebaut. Das war für die Zeit des Ersten Weltkriegs unglaublich viel. Der Krieg geht zu Ende, beziehungsweise ich muss noch mal zurück. Bevor der Krieg zu Ende geht, gibt es im April 1918 auf diesem Areal, das dann so langsam hier auch so ein bisschen raufgewachsen ist. Cobra hat im Übrigen etwas sehr Modernes gemacht. Er hat zum Beispiel den ganzen Holzbau outgesourced, würde man heute sagen, an die Schreinerei Sauter hier in Fischbach, der dann komplett natürlich auch investiert hat in Produktionsanlagen und der komplett für die Bevorratung der Tropenhölzer, die man für den Flugzeugbau gebraucht hat und so weiter, zuständig war. Also das expandiert hier wirklich als Standort. Und im April 1918 gibt es hier einen Großbrand, dem diese alte Halle, diese alte halbfeste Landhalle, die im Übrigen Zeppelin Cobra dann auch als Startkapital für seine Firma 1912 zur Verfügung gestellt hatte, brennt ab, plus einige Anlagen hier am Festland. Und was jetzt Cobra tut, er investiert nochmal unheimlich kräftig. Also man sieht hier ein hochinteressantes Foto. Er wächst hier raus in den See, weil das Areal da hinten relativ schnell ansteigt und wenig Entfaltungsmöglichkeiten bietet, und macht hier sozusagen Landgewinnung durch Aufschüttung. Also wir sind hier auf einem Areal, das aufgeschüttet worden ist und das es eben im Jahr 1900 eigentlich noch nicht so wirklich gab. Er baut dieses Flugzeugwerk, auch im Hinblick auf große Zukünfte, die er sich vorgestellt hat, auch mit dem großen Verwaltungsgebäude, mit der großen Flugboothalle. Das ist das Cobra-Werk, das 1918 hier war. Theodor Cobra hat eigene Pläne, um nach der Niederlage des Ersten Weltkriegs und den Restriktionen durch den Versailler Vertrag auf die Luftfahrtindustrie, Luftfahrtforschung und natürlich auch die Luftrüstung in Deutschland zu begegnen. Er hat die Idee innovativer Ganzmetallflugzeuge für zivile Märkte. Er macht den Vorschlag, seinem Aufsichtsrat ins Ausland zu gehen, um sich den Baubeschränkungen oder Bauverboten und dann den Beschränkungen zu entziehen. Das wird von seinem Aufsichtsrat abgelehnt. Cobra verlässt die Firma sehr verbittert und stirbt dann 1930 in Friedrichshafen, also sehr früh. In dem Areal macht dann kurze Zeit eine Firma, die landwirtschaftliche Maschinen und Motoren und Boote baut, eine gewisse Produktion. Aber hier drunter steht Werkanlagen der Dornier Metallbauten GmbH in Manzell bei Friedrichshafen. Wobei zu betonen ist, das ist das von Cobra aufgebaute Werk. Dornier begann ja 1914 in seiner Abteilung Do im Auftrag des Grafen Zeppelin innerhalb der Luftschiffbau Zeppelin GmbH mit der Entwicklung sehr großer, wirklich sehr, sehr großer, mit über 40 Meter Spannweite, Riesenflugboote in weitgehender Metallbauweise. Und diese Metallbauweise perfektioniert Dornier bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Er betreibt sozusagen Grundlagenforschung, die auch die Rüstung möglich macht, auch für eine andere Zeit. Beginnt dann den Bau seines ersten Riesenflugboots in Seemoos. Das ist ja ein Stück in diese Richtung, wo eine große Holzhalle entsteht und wo die beiden Flugzeugbauer, also Cobra und Dornier, während des Ersten Weltkriegs in unmittelbarer Nachbarschaft und natürlich auch in einer Konkurrenzsituation waren, was sehr spannend ist. Durch den Ersten Weltkrieg und die Rüstung und die immer wachsenden Märkte und Bedarfe an Flugzeugen gründet die Luftschiffbau Zeppelin GmbH dann 1917 das Zeppelin-Werk Lindau oder Zeppelin-Werke Lindau GmbH in Lindau, wie der Name ja schon sagt.
um sozusagen Dornier verbesserte Produktionsmöglichkeiten zu schaffen. Das ist natürlich alles auch zu Ende mit dem Ende des Ersten Weltkriegs. Dornier geht dann für kurze Zeit in die Schweiz, nach Rorschach. Man macht Flugerprobung von Landflugzeugen außerhalb der Augen der alliierten Kontrollkommissionen, zum Beispiel in Dübendorf, oder fliegt an der anderen Seite des Bodensees. Ein bisschen bleibt er auch noch in Seemoos. Das Werk in Lindau wird sofort aufgelöst. Und 1922 wird dann diese Zeppelin-Werk Lindau GmbH, deren Geschäftsführer Dornier innerhalb des Zeppelin-Konzerns war, umfirmiert in Dornier Metallbauten GmbH. Das heißt, man hat seine Position auch gestärkt durch die Reinnahme seines Namens in die Firmenbezeichnung. Und der Zeppelin-Konzern ermöglicht nun Dornier die Übernahme durch Ankauf dieses Werkes. Und das ist dann wieder in der Zwischenkriegszeit, vor allem in den 30er Jahren, ein ganz wichtiger Standort der Luftfahrtentwicklung. Hier wurden Flugboote gebaut, hier wurden Wale gebaut, hier wurden Do-18 gebaut, Do-24, Do-26, all diese Dornier-Flugbootlegenden. Hier in der Flugboothalle wurde Wolfgang von Gronau nach seinem großen Weltflug mit dem Dornier-Wal empfangen und so weiter und so weiter. Das geht dann natürlich auch wieder ganz massiv in die Rüstung. Ab 1933 durch den Zweiten Weltkrieg. Dornier baut sich dann auch Zweigwerke, Produktionswerke auf im Münchner Raum, beziehungsweise auch an der Ostsee in Wismar und bei Rostock. Und dieses Werk bleibt aber das Stammwerk, vor allem auch durch die Seenähe, was eben auch für den Flugbootbau ganz wichtig ist, und wird während des Zweiten Weltkriegs bei den Bombenangriffen auf die Friedrichshafen-Rüstungsindustrie 1945 massiv zerstört. Dieses Bürogebäude, das wir hier im Hintergrund sehen, was ja heute zum Werk 2 von Rolls-Royce Power Systems gehört, ist ungefähr auf der Grundfläche oder ziemlich genau auf der Grundfläche des damaligen Kober- bzw. Dornier-Verwaltungsgebäudes und wurde dann, das sieht man hier auf diesem Bild sehr schön, sieht man das, nach dem Zweiten Weltkrieg in dieser Trümmerwüste dann wieder aufgebaut. Und jetzt beginnt eine weitere Geschichte, die eben bis zum heutigen Standort führt. 1950 kam dann die Landmaschinenfabrik Allgeier mit 120 Mitarbeitern hier rein und hat hier in einem Teilbereich die Schlepperproduktion aufgebaut im ehemaligen Dornier-Heim, also im Werkscasino, wenn man so will. Das ist dann auch gewachsen und expandiert, und dann kam durch die Verbindung zu Porsche und die Entwicklung der legendären roten Porsche Dieselschlepper ab Mitte der 50er Jahre hier die Produktion dieser Fahrzeuge in Gang. Also man sieht hier die Fischbacher Kirche, für die Ortskundigen ist das ganz interessant. Da sprach man dann immer vom Roten Meer in Manzell, und die Traktoren wurden dann auch, man sieht die auch hier, wie sie auf Eisenbahngüterwagen verladen werden und wie sie abtransportiert waren. 1963 erwarb dann Daimler-Benz Anteile an dieser Porsche Dieselmotorenbau GmbH, und es kam zur Gründung der Mercedes-Benz Motorenbau GmbH. Das war die Zeit, als dann hier auf dem Dach auch der Stern sich drehte, was ja viele Jahre der Fall war. Und durch die Verbindung des Großmotorenbaus bei Daimler-Benz, also vor allem Lokomotiv- und Schiffsmotoren in der damaligen Zeit, kam die Verbindung zum Maybach Motorenbau zustande. Und 1966 wurde dieses Gemeinschaftsunternehmen Maybach Mercedes-Benz Motorenbau gegründet mit dem Werk 1 in Friedrichshafen und diesem Werk 2 in Manzell. Also immer noch Industriestandort, dann kam ja MTU, und das ist eine eigene komplexe Geschichte. Und heute, wie gesagt, Werk 2 von Rolls-Royce Power Systems mit einer wunderbaren Lage am See. Wir haben hier, wo wir uns vorbereitet haben, hier die Arbeiter, die sich zur nächsten Montageschicht vorbereitet haben, Pause machen sehen. Also es ist auch von dem her ein sehr privilegierter und wunderschöner und stimmungsvoller Standort. Und es gibt ja Gott sei Dank seit einigen Jahren diesen wunderbaren Uferweg, der ja nach einem gewissen Hin und Her dann tatsächlich realisiert wurde und der jetzt auch eben heute ganz vielen die Möglichkeit gibt, hier durchzulaufen, sich diese Manzeller Bucht anzugucken, sich in die Zeit der großen Zeppeline oder der Kober-Flugzeuge oder der Dornier-Flugboote zurückzuversetzen und hier an dieser Stelle diesen wunderschönen Standort zu genießen. Ich glaube, jetzt ist es halb oder so, also wir sind fertig. Wir sind froh, dass der Regen gehalten hat, aber ich habe es gesagt, wir hätten das durchgezogen. Diese Außentermine machen brutal viel Spaß, also es ist auch wirklich schön, hier zu sein. Man kommt selber eigentlich viel zu selten hierher, man sollte das viel öfter tun.
Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und wenn ihr hier mal vorbeikommt, schaut euch das unbedingt an. Bis demnächst. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.